Fußball spielen. So, jetzt geht's auch gleich los. Der Schiri nimmt die Pfeife in den Mund. Hansa wird von links auch nach rechts spielen auf deren Ostkurve. Und da ist der Ball freigegeben. Hansa erstmal mit dem langen offenen Ball direkt zu Fabian Hergesell, aber der lässt den Ball dann erstmal seelenruhig ins Austrudeln. Ja, so kann man das Spiel öffnen, ne? Ja, auf jeden Fall. So, Einwurf Preußen, erstmal zurück. Da. Jetzt war Doppelpassversuch, aber da super Stefan Kühne eingesetzt vom Rostocker, der sofort weiter auf Benjamin, da sieht er gegen zwei. Schön raus auf Benjamin Siegert, der könnte jetzt flanken. Flank wieder zurück auf Benjamin, der Schuss, der Tor! Preußen, Münster! So fährt Benjamin mit flach angespielt in den Strafraum. Kommt der Ball und er schießt ab und Tor! Super Teil, Junge! Super Teil! 1-0 hier für Preußen, Münster. Da war die ganze Abwehr der Kogge. Ja, konfus, ne? Ja, es ohne war Kompass unterwegs. Super flach gespielt. Endlich mal flach gespielt in den Strafraum. Ja, notiert das mal bitte. 22 Minuten gespielt. 1-0 für Preußen Münster durch Sofian Benjamina. Sauber, Jungs, so kann das gehen. Preußen, aber jetzt Robot hat er erstmal aufgepasst und klärt den Ball zur zweiten Ecke für Hansa Rostock. Diesmal von der anderen Seite, direkt vor ihrer Ostkurve. Noch ist sie ruhig. Ein Klatschen findet statt auf der Ostkurve von Hansa. Ja. Also die erste Ecke hat mir schon ganz gut gefallen. Ja. Mal gucken, was jetzt die zweite, was sie mit der zweiten Ecke machen. Fadi Rajabi Ali wird sie reinbringen. Ja, ich versuche es ja auch mal auszusprechen, aber ich konzentriere mich jetzt erstmal auf die Ecke. So, Ecke freigegeben, kommt rein, hoch und weit. Tor! Tor direkt auf den Kopf eines Hansa-Spielers. Drei Preußen stehen rumrum. 1-1, ich weiß jetzt gar nicht, wer es war. Völlig frei. Die Nummer 21, Halli Safran, macht hier den Ausgleich für Hansa Rostock. Ja, was war das denn bitte für ein Abwehrverhalten? Die Preußen stehen da im Strafraum. Der Ball kommt passgenau auf den Kopf. Halli Safran muss noch nicht mal hochsteigen, sondern einfach den Ball aus dem Kopf klatschen lassen und sich eine Ecke aussuchen. Ja, Leute, den habt ihr euch dort selbst reingelegt. Also, was ist das denn bitte für ein Abwehrverhalten? 1-1. Da darf sich jetzt wirklich keiner beschweren, wenn man solche Ecken zulässt. Also, da muss es doch eigentlich eine feste Zuteilung geben. Ja, Mann, ey, wann ist die Saison bitte endlich vorbei, ey? Ehrlich. Sind das denn nur Statisten, die da rumstehen? Also, da standen noch drei Preußen-Spieler drumrum um den Mann. Naja. Naja, weiter geht's. Das Spiel ist der Post. Herzlich willkommen hier zurück aus der DKB-Arena zu Rostock. Die Mannschaften haben jetzt gerade den Platz betreten. Spiel ist noch nicht freigegeben. Aber wir sind schon mal zurück. Ich hoffe, ihr konntet die Halbzeit ein bisschen genießen. Es steht 1-1 für alle, die gerade erst dazugeschaltet haben. Wir werden gleich auch nochmal den Ticker aktualisieren. Ja. Ja, der Ball werden die Preußen jetzt gleich zum Anstoß bekommen vom Schiri. Genau so ist es. Mika, ja. Kommentier noch mal kurz weiter, ich mache da mal einen Ticker. Ja, selbstverständlich. Dazwischen, der zur ersten Ecke der Preußen klärt. Ne? Also, dann schauen wir mal, was wir jetzt daraus machen. Ne? Dennis Grote. Neuerdings können wir, habe ich gehört. So gerade so aus der Heidenheimer Richtung. Obwohl Dominik Schmidt ja nicht auf dem Platz steht, haben wir die Chance, was Gutes aus dieser Ecke zu machen. Definitiv. Mal gucken, ob wir das auch kommentiert bekommen. Ja. Ja, also wen sehen wir da? Dennis Grote natürlich. Der Ball kommt gut scharf auf. Kopfball! Tor! Tor! Der Youngster Simon Schöner! Nimmt den angeschnittenen Ball von Dennis Grote an und braucht auch nicht richtig hochsteigen. Die Maske führt ihn zum Ball. Richtig schön Druck hinterm Kopfball. Der schlägt oben links ein. Unhaltbar für den Keeper von Hansa Rostock. 2-1. Das Ganze 10 Minuten nach Wiederbeginn. Jawohl, Jungs, so geht's doch. Ach, Mann, oh Mann, ey. Wenn wir jetzt doch noch Relegation spielen könnten. Nein, das wird nichts. Die Saison hat für uns noch viele Spieltage. Und es ist Fakt, wir führen 2-1 an der Ostsee. Hier
bei der Korre, bei Hansa Rostock. Simon Schäler, drittes Tor, glaube ich, diese Saison. Duisburg. Korre und, ja, zwei oder drei. So genau weiß ich jetzt auch nicht. Ist auch völlig egal, wir finden 2-1, das gibt es. Kriegt im letzten Moment seinen Fuß dazwischen. Zweite Ecke, dritte Ecke für Preußen. Zweite Ecke für Preußen Münster. Ja, was ist bei Rocky Krone? Den haben sie einen Zündstoff gegeben, der wäre verdammt schnell gerade. Komm, Simon Scherder packt die Maske aus und dann steht es hier vielleicht gleich 3-1. Die Rostocker kriegen die Ecke jetzt durch. Dennis Krone, der ist mal leckig. Der kommt wieder gut und weiter und da ist auf der Welle! Die Ecke kommt mit viel Fehl vom Besten von Dennis Krone auf ganz lange Wege zum rechten Pfosten. Und wer steht da und steigt hoch? Sofian Benjamina, zweite Standard. Alle Preußen sind jetzt am Gästeblock und feiern ausgiebig. Jawohl, Jungs. 3-1. Zwei Standards weggemacht. Super, Junge. Dennis Krone, schade, dass du gehst. Dich hätten wir auf jeden Fall nächstes Jahr hier noch gebraucht. Aber, ja, was soll ich dazu sagen? Völlig egal. Nein, auch. Genau. Es steht jetzt 3-1. Zweiter Standard ist drin. Leute, sieht gut aus. Sieht richtig gut aus. Der Gästelock ist völlig am Ausrasten. Die Ostkurve von Hansa ist völlig deprimiert. Ja. Der Zustrom zum VIP-Bereich nimmt weiter zu hier auf der Tribüne. Ja, so spielt man Fußball. Sauber, Jungs. Sauber. Rostock in Ballbesitz mit der Nummer 11, Mondi. Da wird aber Rocky Krone, kommt jetzt erstmal zurück und versucht sich da durch Pressesituationen den Ball zu erkämpfen. Das misslingt jetzt aber erstmal, sodass Rostock jetzt erstmal aufbauen kann. Rostock jetzt 2 Meter vorm 16er Schuss, versucht, der ist abgefälscht! Tor! Nein, was ist das denn? Das war ein total harmloser Schuss. Wird, glaube ich, von Preußen abgefälscht. Dadurch kommt der Ball in eine ganz andere Flugrichtung und dreht sich von Daniel Maas auch weg zum 2-3 in das Tor. Wieder so eine unnötige Kirsche. Ja. Aber da kannst du auch nichts machen, ne? Wenn das so abgefälscht ist. Also ist wirklich, der Ball hat seinen eigenen Dreh gekriegt. Und da kannst du dann kannst du halt nichts machen. Mann, ey. Ist ärgerlich, weil wir einfach die Kogge im Griff haben hier. Ja. Aber ich denke mal, ich spiele hier einen super Stiefel runter, Jungs. Und ich denke mal, wir bleiben dabei und wir werden auch noch das Vierte. Zurückgelegt auf Dennis Krone. Dennis Krone hat jetzt das ganze Spiel vor sich, tritt erstmal auf den Ball und setzt da Truckenboot ein. Der Mann rennt da wirklich über das ganze Spiel. Hinter mir schreit mir ein Fan ins Ohr. Ich verstehe gar nichts mehr. Nichtsdestotrotz, ja, ist ja gut. Ja, Benjamin Siegert jetzt mit dem Chipball auf den Keeper von Hansa Rostock. Ja. Oh, ich glaube, der Fan, der hört sich echt nicht mehr gut an. Der ist. Die Stimme ist schon belegt. Ja. Das tut weh im Ohr, oder? Ja, das ist schon. Was, wir können euch. Ja, der lenkt mich hier total ab. Hilfe mal. Pass auf. Die Rostocker jetzt im Spielaufbau mit einem Chipball lang raus auf die linke Seite. Hansa Rostock. Oh, das war eine verdammt gefährliche Situation. Der Rostocker war wieder frei vom Keeper. Im letzten Moment kann, glaube ich, unser Abwehrspieler Simon Scherler das dann noch bereinigen. Aber ihr wisst, die Ecken von Hansa Rostock, die sind saugefährlich. Und jetzt auch wieder freigeben. Hoch und weit rein. Auf Salvi Safran. Handspiel! Elfmeter! Elfmeter, war so klar. Mann, ey. Schon wieder Kopfball von Halli Safran war es, glaube ich, an die Hand von Preußen Münster. Gelb-Rot für Dennis Krone gibt es auch noch dazu. Es ist unfassbar, es ist wirklich unfassbar. Was ist diese Saison bitte los, ey? Aber das ist wirklich. Weil jede Situation, wo er Hand geben kann, macht das auch. Ja. Also Dennis Krone will einfach nur zum Mann gehen, er wird angeköpft, in der Laufbewegung ist er und wo will er hin mit seinen Armen? Das ist eine typische Handbewegung. Ey, das ist unfassbar, jetzt steht es gleich, wahrscheinlich wird es 3-3 stehen. Na, Daniel Maso hält den jetzt. Ja, komm, Junge. Es ist unfassbar, dass
Es ist wie letzte Woche, da hat Darmstadt eigentlich den Sieg auch nicht so richtig verdient gehabt. Ja, also Tenzin natürlich jetzt erstmal an der Linie. Ball ist noch nicht freigegeben, der Schiri ist zufrieden mit sich. Schießen wird die Nummer 23, freigegeben jetzt, Anlauf, Schuss. Masochelt! Sauber, Junge! Masoch, du Teufelskerl, der war auch verdammt schlecht geschossen. Nach unten rechts. Das ist scheißegal. Masoch hat alle Zeit der Welt, um abzutauchen. Trifft den Ball jetzt voller Freude und Adrenalin erstmal nach vorne. Sauber, Jungs, das wäre auch sowas ordentlich verdient. Da war der Fußballgott endlich mal wieder auf unserer Seite. Gerd Schöneberg am Ball. Setzt sich durch gegen einen Abwehrspieler des Hansa Rostock. Jetzt schießt er rechts. Tor! Kevin Schöneberg nimmt einen Fehlpass von Hansa Rostock auf. Setzt sich dann in zwei Rostocker durch. Guckt sich den Torwart an. Sagt, du hast eine schöne Frisur. Und knallt ihn um rechts in den Winkel. 4:2. Das Ding ist gelaufen. Die Tribüne löst sich hier auf. Wir bleiben sitzen. 4:2. Traumtor. Hansa Rostock ist geschlagen. Das Ding ist durch. Sauber, Jungs. Also, herrliches Dingen. Herrliches Dingen. Und ich gönn's dem Jungen sowas von. Aber hallo, ey. Also ja, wirklich. So. Das hält die Preußen aber nicht davon ab. Also die Situation kam gerade wirklich urplötzlich. Wir wussten gar nicht, wie schnell es rumgeht. Was katastrophaler Fehlplatz von Hansa Rostock und Kevin Schöneberg schaltet und beweist auch, dass er technisch einiges drauf hat. Tanzt zwei Rostocker raus und knallt den Ball wirklich schön oben rechts rein. 4:2. Jetzt wieder auf Hockeykanone wieder freigespielt, aber Monti hat dann aufgepasst. Oh, jetzt der... Ja, ihr hört das neue Hintergrund, der eine Rostocker, der ist hier kurz vorm Herzinfarkt. Eine Schande ist es, sagt er. Ja. Also ich finde unsere Preußen gar nicht so schlecht. Nee, also. Also oh. Jetzt hohes Bein. Rostocker am Kopf von Stefan Kühne zu Rekordspiel. Oh Mann. Also ich finde, ich wurde schon auswärts, ich bin so viel auswärts hier gefahren für Radio Modric-Strede. Und dieses Spiel entschädigt wirklich für vieles. Also, herrlich, herrlich. Das ist Fußball. Ja, auf jeden Fall. Also, Rostock ist eine Fahrt, wir jetzt zum zweiten Mal sind wir hier und wir werden hier zum zweiten Mal die drei Punkte wieder mit nach Münster nehmen, schöne Westfalen. Das ist schon, ja, die Rostock-Fans, gerade unser spezieller Freund mittlerweile, ist völlig bedient. Das Bild, das müsstet ihr sehen. Also eins kann ich sagen, heute wurde die Kurve mal richtig schön versenkt. Die ist richtig schön abgesoffen. Ist der Schluss für und da ist es amtliche Ergebnisse. Preußen Münster wird 2014, 2015 auch in der dritten Liga starten. Die Mannschaft wird zwar nicht mehr dieselbe sein, das wisst ihr alle. Wie sie aussehen wird, wisst ihr auch nicht. Preußen Münster verdient hier völlig zu verdient. 4:2. Rostock hat mindestens ein Tor zu viel geschossen. Das kann man, glaube ich, festhalten. Wir hatten heute mal richtig Spaß.